Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute zumindest virtuell bei Ihnen sein kann. Ich wäre sicherlich auch gerne physisch nach Gießen gekommen, aber heute eben in der digitalen Variante. Ich würde Ihnen ganz gerne kurz Chemnitz und auch mein Team vorstellen. Dann würde ich gerne mit Ihnen über die Dimensionen des Chemnitzer Modells sprechen. Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Aspekte, die man da mal betrachten kann. Ich möchte Ihnen die Partner sowie den Arbeits- und Kommunikationsprozess vorstellen, etwas zur Historie und zur Zukunft des Chemnitzer Modells berichten, Ihnen mal die Erfolge anhand der Fahrgastnachfrage zeigen und am Ende die Kernbotschaften beziehungsweise das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelernt haben, präsentieren, gegebenenfalls auch als Anreiz oder als Hinweis für Ihre eigene geplante Entwicklung zu dem Thema. Chemnitz, Sie sehen es ja schon oben in der Präsentation, wir sind die Kulturhauptstadt Europas 2025, haben letztes Jahr im Oktober diesen Titel gewonnen, freuen uns da auch sehr drauf und hoffen auf einen sehr, sehr großen Impuls für unsere Stadtentwicklung. Chemnitz ist die drittgrößte Stadt in Sachsen. Wir haben rund 245.000 Einwohner direkt in der Stadt und in der umliegenden Region ungefähr 1 Million Einwohner. Unser ÖPNV wird zurzeit innerhalb des Stadtgebietes vorrangig von der Chemnitzer Verkehrs AG erbracht und dort haben wir als Stadt Chemnitz rund 9 Millionen Fahrplankilometer bestellt. Dazu kommen noch die Leistungen der Regionalverkehrsunternehmen und des Chemnitzer Modells, die aber über andere Aufgabenträger organisiert werden. Für den ÖPNV ist unser vorrangigstes und prioritäres Ziel, das Chemnitzer Modell umzusetzen und auch zusätzlich noch weitere Streckenerweiterungen für unsere eigene Straßenbahn umzusetzen. Mein Name ist Alexander Körste, ich bin 38 Jahre alt und ich leite seit nunmehr knapp 3 Jahren die Abteilung Verkehrsplanung im Tiefbauamt der Stadt Chemnitz. Ich darf ein Team von 10 Mitarbeiterinnen führen und wir kümmern uns um alles, was strategische Planung angeht, was generelle Verkehrsplanung angeht. Und wir sind dazu noch fachliche Aufgabenträger im ÖPNV, haben also das Gesamtpaket an Mobilität unter uns und bearbeiten die Themen derzeit, so wie Sie das gerade ja auch angesprochen hatten. Sie arbeiten in Ihrem Verkehrsentwicklungsplan. Wir sind mit dem Prozess auf der Zielgeraden und hoffen, dass wir uns Ende diesen Jahres ein neues verkehrliches Leitbild bis zum Jahr 2040 geben können. Was ist das Chemnitzer Modell? Sie sehen hier auf der rechten Seite eine generalisierte Abbildung des Chemnitzer Modells. Es gibt insgesamt 6 Stufen bis heute. Vielleicht wird das irgendwann mal noch mehr. Und dieses Chemnitzer Modell in der verkehrsplanerischen Dimension ist diese umsteigefreie Beziehung zwischen dem Umland und dem Hauptbahnhof. Das heißt, diese Fahrzeuge, hier genannt C13, C14, C15, C11, diese Fahrzeuge fahren aus dem Umland oder aus dem Schienennetz umsteigefrei ins Stadtzentrum der Stadt Chemnitz und verbinden dort unsere Zentralhaltestelle und den Hauptbahnhof direkt mit der Region. Und sie stärken somit den ÖPNV als direkte Konkurrenz zum MIV und Alternative in der Alltagsmobilität. Und mit dieser Wirkung ist das Chemnitzer Modell ein sehr relevanter Beitrag für intermodale Mobilität und nachhaltige Mobilität in der Region Chemnitz. Dazu hat das Chemnitzer Modell aufgrund des Umstandes, dass wir es mitten in den bestehenden Siedlungskörper integrieren und dort auch realisieren, eine sehr hohe stadtplanerische Dimension. Denn man kann mit dem Chemnitzer Modell ganze Straßenzüge, ganze Straßenräume neu ordnen, neu gestalten, was einfach ein unheimliches Potenzial für die Stadtentwicklung bietet. Und man hat als Gemeinde bei so einem Projekt auch die Gelegenheit, Infrastruktur komplett zu erneuern bzw. anzupassen, genauso wie lokale Versorger, Energieunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Entsorgungsbetriebe. All die können in so einem Straßenraum dann grundhaft Sanierungen vornehmen und hier einfach eine günstige Gelegenheit wiederkehren. Sie sehen im mittleren Bild, wo diese rote Straßenbahn abgebildet ist, einen Raum, mit dem wir uns zurzeit wieder beschäftigen. Das ist das Chemnitzer Modell Stufe 4 in der Theaterstraße. Das ist heute ein Straßenraum, der eine vierstreifige Verkehrsanlage aufnimmt. Und hier sehen Sie eben schon mal so eine erste Idee oder eine Idee aus einiger Jahre zurück, wie man dann eben einen begrünten, separaten Bahnkörper einordnen kann, wie man mit Begrünung arbeiten kann, um so diesen Straßenraum auch einen ganz anderen Eindruck zu geben und dann eben so einen Straßenbahngleiskörper dann auch einzuordnen.
Auf der rechten Seite sehen Sie drei Bilder unseres Hauptbahnhofes. Die Öffnung des Hauptbahnhofes war ein Teil des Chemnitzer Modells, bei dem das Bahnhofsgebäude geöffnet wurde, sodass die Straßenbahnen dann aus dem Hauptbahnhof direkt raus in das Stadtbahnnetz fahren konnten und somit diese räumliche und infrastrukturelle Verknüpfung zwischen Bahn und Straßenbahn noch deutlich besser umgesetzt werden konnte. Die politische Dimension ist auch sehr, sehr wichtig bei so einem Projekt. Das Chemnitzer Modell ist eines der wichtigsten ÖPNV-Projekte im Freistaat Sachsen. Das ist im Koalitionsvertrag namentlich benannt, als prioritär umzusetzen. Es ist im Landesverkehrsplan benannt und auch in allen weiteren Plandokumenten, die irgendwie mit Mobilität zu tun haben. Das Chemnitzer Modell ist darüber hinaus ein Beitrag zum Erhalt von Eisenbahninfrastruktur im ländlichen Raum, weil man diesen Strecken, die seinerzeit durch die Bahn betrieben wurden, neue Funktionen zuweisen kann und sie wieder eben in Nutzung bringt und somit eben auch in der Region weiterhin in den Schienenverkehr angebunden lassen kann. Aus diesem Vorgenannten heraus ist das Chemnitzer Modell auch ein Beitrag zur Regionalentwicklung, da man dafür sorgen kann, dass die Region mit dem Oberzentrum umstiegefrei und sehr bequem verbunden wird und sich somit auch Entwicklungsachsen für die Stadt- und Wirtschaftsentwicklung bilden. Ein bisschen Technik hat das Ganze natürlich auch zu tun. Das Ganze funktioniert nur, weil sowohl unser Straßenbahnnetz als auch die Schieneninfrastruktur der Deutschen Bahn auf Normalspur gebaut ist. Das heißt, die Spurweite von 1435 Millimetern. Und somit hat man, was die Schieneninfrastruktur angeht, keine Hemmnisse. Wir verknüpfen also richtige Eisenbahn nach Eisenbahnbetriebsordnung mit Straßenbahnen, die nach Betriebsordnung für Straßenbahn, BOSTRAB, errichtet und betrieben werden und schaffen so diese umsteigefreie Beziehung. Und das Ganze, indem wir eben bestehende Eisenbahninfrastruktur neu nutzen oder nachnutzen. Das hat aber zur Folge, eben dadurch, dass wir in zwei Netzen operieren, dass wir verschiedene technische Voraussetzungen schaffen müssen. Sie sehen auf diesem rechten Bild verschiedene Farben. Diese stehen immer für unterschiedliche Energieversorgungssysteme. Es gibt Strecken, die werden, das sind die grünen Strecken, nach BOSTRAB mit Gleichstrom für Straßenbahnen betrieben. Es gibt dann die Strecken, das sind die roten Strecken, da werden die Fahrzeuge dann mit Bahnstrom nach EBO betrieben und die schwarzen Strecken, da gibt es keine Oberleitungen, wurden und werden auch nicht hergerichtet, da verkehren die Fahrzeuge dann in diesem Fall mit Diesel. Das heißt, sie brauchen immer Fahrzeuge, die mehreren Systemen gleichzeitig operieren können, sonst müssten sie ja die Fahrgäste umsteigen lassen. Und das macht natürlich diese Herausforderung des Chemnitzer Modells dann nochmal speziell, weil sie eben nicht einfach eine Straßenbahn nach draußen in die Peripherie fahren lassen können, sondern sie brauchen da tatsächlich spezielle Fahrzeuge. Und diese Chemnitzer Citybahn-Fahrzeuge, was Sie hier auf der linken Seite sehen, die sind auch tatsächlich nach EBO zugelassen. Mit denen dürfen sie bundesweit im gesamten Schienennetz verkehren. Dadurch, dass wir eben auch in zwei Systemen operieren, einmal im Eisenbahnbereich, einmal im Straßenbahnbereich, ergibt sich auch, dass wir unterschiedliche Bahnsteighöhen haben. Bahnstrecken werden zum Großteil mit 55 cm Bahnsteigen in Sachsen gebaut, zum Teil 38 cm. Und unsere Straßenbahnhaltestellen haben eine Auftrittshöhe von 24 cm über Schienenoberkante. Und Sie sehen das dann oben in diesem mittigen Bildausschnitt. Wir haben das Thema gelöst, indem wir für das Chemnitzer Modell Bahnsteige errichten, in denen unterschiedliche Höhensysteme realisiert sind. Damit können wir einen barrierefreien Ein- und Ausstieg in alle beiden Fahrzeugsysteme generieren und gewährleisten. Das hat allerdings zum Nachteil oder als Konsequenz, dass unsere Haltestellen mindestens 75 und bis an die 100 Meter lang werden. Das heißt, man braucht auch in dem Stadtraum, den man bearbeitet und betrachtet, relativ große Flächen, wo man diese entsprechenden Bahnsteiglängen realisieren kann. Im innerstädtischen Bereich sind wir auch da sehr bestrebt, dass das immer in der Geraden liegt, damit eben diese Bahnsteigkante, die da entsteht, vom Spaltmaß her auch an jeder Stelle barrierefrei ist. Dann möchte ich Ihnen jetzt ganz gerne die Partner und den Arbeits- und Kommunikationsprozess darstellen. Das Chemnitzer Modell ist eine Projektpartnerschaft aus drei Partnern. Das ist zum einen der Verkehrsverbund Mittelsachsen, der VMS, die Stadt Chemnitz und die von uns beauftragte CVAG, die Chemnitzer Verkehrs AG. Wir haben alle unterschiedliche Aufgaben, Zuständigkeiten, sodass wir hier nur gemeinsam arbeiten können. Der VMS als Lead-Partner in diesem Gesamtprojekt ist gleichzeitig Aufgabenträger im SPNV, also im Schienenpersonennahverkehr, und übernimmt für uns die Gesamtkoordinierung dieses großen Projektes. Insbesondere auch in der Hinsicht, dass dann im Außenbereich, also außerhalb des Stadtgebietes,
die Baulastträgerschaft und die Aufgabenträgerschaft ausschließlich über den VMS organisiert wird. Die Stadt Chemnitz ist in ihrer Rolle als Kommune Aufgabenträger im Straßenpersonenverkehr und als Baulastträger für die Infrastruktur gefragt. Das heißt, dieses Chemnitzer Modell wird auf unseren Straßen, unseren Stadträumen organisiert und durchgeführt, sodass wir hier natürlich auch ein hohes Abstimmungs- und Mitgestaltungspotenzial haben. Und der dritte Partner ist die Chemnitzer Verkehrs AG, die von uns als Stadt Chemnitz mittels eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages für die Erbringung der Verkehrsleistungen beauftragt wurde und sich gleichzeitig um den Ausbau und den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbahninfrastruktur zu kümmern hat. Und um diese ganzen Belange miteinander in Einklang zu bringen, arbeiten wir in dieser Kernarbeitsgruppe zusammen. Selbstverständlich werden dann je nach Planungsstand beziehungsweise auch zu diskutierende und zu bearbeitende Aspekte auch die berührten Landkreise, Gemeinden, Interessensgruppen, Bürgerinnen und Bürger vor Ort alle mit gehört und mit in diesen Prozess eingebracht. Sie sehen es, es gibt drei große Ebenen. Zum einen den Planungs- und Bauprozess, wo sich das ganz normale Planungsprozedere nach HOAI einmal im Eisenbahnbereich, einmal im Straßenbahnbereich abspielt. Sie haben natürlich dann dieses Thema der Landes-, Regional- und Kommunalpolitik. Sie brauchen also für so ein großes Projekt, was auch sehr lange Zeit geht, auf allen Ebenen sehr große Unterstützung, um hier dann Hindernisse auch aus dem Weg räumen zu können, um Finanzierung sichern zu können und dann am Ende dieses Projekt auch realisieren zu können. Und wir haben einen sehr großen Part der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, weil dieses Projekt eben so umfassend ist und auch diese Wirkung so stark in der Räumlichkeit wahrzunehmen ist, bedarf es einer frühzeitigen und immer wieder kontinuierlichen Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit, um zum einen die Projektziele immer wieder auch darzustellen, auf der anderen Seite aber auch, um Falschinformationen vorzubeugen beziehungsweise direkt sich mit den Sorgen und Bedenken der Anwohnerinnen und Anwohner auseinanderzusetzen. Die Historie, das ist sicherlich etwas, was man sich auch als Projektpartner immer mal wieder vor Augen führen muss. Sie sehen es hier aufgetragen. Die ersten Gedanken zum Chemnitzer Modell gab es 1992. Das ist also schon sehr, sehr lange her. Es hat dann ungefähr 10 Jahre gedauert, bis die Pilotstrecke nach Stolberg eröffnet werden konnte. Das ist die hier bezeichnete Stufe 0, wo wir infrastrukturell im Vergleich zu den heutigen Stufen nicht allzu viel machen mussten, wo man eben auf eine bestehende Bestandsstrecke aufgesetzt ist. Dann 2014/16 konnten wir das, was ich Ihnen vorhin schon gezeigt hatte, den Hauptbahnhof eröffnen, also den Umbau des Hauptbahnhofes durchführen und ein Jahr später dann die Stufe 1 in Betrieb nehmen. Das sind die Linie nach Borgstedt, Mittweida und Hainichen gewesen und die eben seit 2017 dann auch im Fahrplan hinterlegt sind und die Region im Norden von Chemnitz mit dem Oberzentrum Chemnitz verbinden. Derzeit arbeiten wir an der Stufe 2. Das ist dieser Part, Sie sehen es, Zentralhaltestelle Stadlerplatz Technopark und dann weiter in Grau unterlegt nach Thalheim und nach Aue. Der Teilabschnitt bis zum Technopark, der ist schon jetzt eine Weile in Betrieb und dieser Teilabschnitt bis nach Aue geht wahrscheinlich Ende diesen Jahres in Betrieb. Parallel arbeitet der VMS ohne die Stadt Chemnitz, weil wir da keine Planungshoheit und Zuständigkeit haben, an der Umsetzung der Stufe 5. Sie sehen das, das geht von Stolberg bis rüber nach Oelsnitz und weiter nach St. Egidien. Hier wird damit gerechnet, dass man das so Mitte der 2020er Jahre abschließen kann. Wir als Stadt Chemnitz arbeiten zurzeit mit dem VMS gemeinsam an der Stufe 4. Das ist, Sie sehen es oben links, die Weiterführung des Chemnitzer Modells über das Chemnitz Center bis nach Limbach-Oberfrohna. Das ist eine Nachbarstadt von uns. Und hier gehen wir davon aus, dass wir da ungefähr in den 2030er Jahren sein werden. Die Stufe in Richtung Erzgebirge über Flöhr wird dann erst angegangen, wenn wir die Stufe 4 realisiert haben. Sie sehen also, man braucht sehr, sehr langen Atem, diese Zeiträume, die das bedarf, politische Entscheidungen herbeizuführen und dann auch in den Bau und die Umsetzung zu kommen, sind nicht zu unterschätzen. Und es ist nicht so, dass man das Ganze in wenigen Jahren umsetzen kann. Teilprojekte schon, aber auf keinen Fall das Gesamtprojekt. Das Ganze hat allerdings auch sehr, sehr starke positive Effekte. Sie sehen hier Vor-Corona-Zahlen, muss man sehr deutlich einschränken, also die Fahrgastentwicklung aus den Jahren 2017 bis 2019 mit den sehr deutlichen Zuwächsen auf den unterschiedlichen Linien der Chemnitzbahn, also des Verkehrsangebotes, was tatsächlich nur im Chemnitzer Modell betrieben wird.
Und diese Entwicklung stimmt uns positiv, dass wir eben mit diesem Chemnitzer Modell ein Angebot schaffen, was auch in der Bevölkerung wahrgenommen wird, was auch sehr gern angenommen wird und wo wir eben unsere Motivation daraus ziehen, es auch immer weiter auszubauen. Auf der linken Seite, zweiter Anstrich, sehen Sie, dass wir zwischen 1998 und 2008 auf der Linie Chemnitz-Stolberg, das ist die C11, fast 900% Fahrgastzuwachs hatten. Also diese Linie ist über alle Erwartungen hinaus erfolgreich. Sie ist bis zum Ausbruch der Pandemie auch weiterhin im Wachstum gewesen. Und wir hoffen sehr, dass diese gesamte ÖPNV-Nachfrage nach Corona dann baldmöglichst wieder einsetzt und wir diese Zahlen dann wieder erreichen und weiter toppen können. Damit würde ich jetzt schon auch mit Blick auf die Zeit gerne zu den Kernbotschaften kommen. Ganz, ganz wichtig ist es, die Projektpartner und die Projektinhalte möglichst früh zu definieren. Es ist unheimlich wichtig, dass Sie wissen, in welchem Raum bewegen Sie sich, wo ist die Abgrenzung, wo sind Schnittstellen zu anderen Themen, Projekten, welche Projekte sind das überhaupt und welche verkehrsplanerische Zielstellung verfolgen Sie? Wichtig ist dazu, die städtebauliche Qualität, die Sie erreichen wollen, festzulegen. Also geht es tatsächlich nur darum, eine Straßenbahn zu integrieren oder geht es darum, Straßenräume vollständig neu zu ordnen, auch nach neuen Philosophien neu zu ordnen? Das sollte von vornherein klar werden, damit man diese Planungsaufgabe, die sich daraus ergibt, tatsächlich dann auch klar umreißen kann. Man sollte sich von vornherein klar werden, was muss man neben der erforderlichen Planung an sonstigen Gutachten und Expertisen beschaffen oder integrieren, damit am Ende auch eine vernünftige Verkehrsanlagenplanung bei rauskommt und man sich eben dieser eigenen Zielstellung versichern kann. Und auch das ist nicht ganz unerheblich. Man sollte sich im Klaren sein, wie viel Personal das Ganze bindet. Wir sehen das gerade bei unseren Planungen zur Stufe 4. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Man muss sich in viele Details hineinarbeiten. Man muss sehr häufig auch kurzfristig Abstimmungen führen und Ergebnisse herausarbeiten, sodass man hier nicht davon ausgehen darf, dass so ein Projekt nebenbei läuft. Das muss dann schon einen gewissen Stellenwert einnehmen dürfen. Und da muss man entsprechende Personalressourcen auch identifizieren, bereitstellen und dauerhaft sichern. Sie sollten, das ist die zweite Kernbotschaft, die Projektfinanzierung frühzeitig klären und zwar für alle relevanten Projektpartner. So eine Neubautrasse kostet sehr, sehr viel Geld. Wir reden im innerstädtischen Bereich, also auf Straßenbahnniveau, von ungefähr 15 Millionen Euro pro Kilometer. Dazu kommen noch die ganzen Begleitinfrastrukturen, also die Betriebshöfe, Werkstätten, Fahrzeuge, wenn noch nicht genügend Fahrzeuge in der Flotte sind. All das müssen Sie finanzieren können. Auch den Betrieb müssen Sie dauerhaft finanzieren können. Und das kann nicht alles über Fördermittel abgebildet werden. Das GVFG in seiner Novellierung bietet da sehr, sehr gute Fördermöglichkeiten, aber eben finanziert nicht alles. Die Kommune muss am Ende auch bereit sein, nennenswert Eigenmittel mit einzubringen. Insbesondere, wenn man dann eben jetzt nicht nur auf die reine Verkehrsanlage des Chemnitzer oder Gießener Modells schaut, sondern wenn man dann gleich die gesamten Straßenräume entsprechend herstellen möchte. Was meint nennenswerte Anteile in Prozent? Im GVFG, je nachdem, wie Sie Ihr Land unterstützt, könnten Sie ja bis zu 90% Förderung generieren. Das heißt, 10% müssen sich die Projektpartner in jedem Fall aufteilen. Und je weiter Sie eben in den umliegenden Bereichen, die also jetzt nicht direkt zur Verkehrsanlage gehören, mitarbeiten wollen, umso stärker steigen natürlich dort dann die Finanzierungsbedarfe mit an. Sie sollten von Beginn an Infrastruktur, Betrieb und Betreiberschaft zusammendenken. Das haben wir an einigen Stellen nicht getan. Das hat sich hinterher durchaus gerecht. Es gibt gesetzlich definierte Zuständigkeiten. Wer ist Aufgabenträger, wer ist Baulastträger? Diese Akteure müssen von Beginn an einen Tisch und die müssen auch von Beginn an klären, wer ist am Ende für welchen Teil der Infrastruktur zuständig. Genauso sollten Sie von Anfang an mit dem zuständigen Aufgabenträger diskutieren, wie wird der Betrieb organisiert, welches Betriebsmodell wollen Sie realisieren. Denn dieses Betriebsmodell, das bedingt auch ein Stück weit die Infrastruktur. Das heißt, je mehr Fahrzeuge darauf verkehren sollen, umso kleiner sind die Abstände zwischen den Fahrzeugen in Minuten gesehen und umso geringer ist Ihr Spielraum, was Verspätungsausgleich angeht, was aber auch Taktfolgen angeht und. Das sollte man sich also sehr frühzeitig die Karten legen und dann entsprechend
entsprechend in den eigenen Planungen berücksichtigen. Es sollten, das klingt viel selbstverständlicher, als es tatsächlich ist, alle Projektpartner ihre Belange, ihre Anforderungen sehr deutlich und klar formulieren. Und dann sollten alle Projektpartner kooperativ nach Lösungen suchen. Also es ist unheimlich wichtig, dass sich alle Partner auf Augenhöhe begegnen, dass sich alle Partner wahrgenommen und respektiert fühlen, damit man am Ende ein gemeinsames Produkt schafft, ein gemeinsames Angebot schafft, wo die Projektpartner dann eben auch gewillt sind, die Hindernisse, die von allen anderen Seiten noch kommen, auch gemeinsam aus dem Weg zu räumen. Vierte Kernbotschaft, Entscheidungen nicht hinauszögern. Entscheidungen sind erforderlich, jeden Tag, in dem Sie dieses Projekt umsetzen. Die Entscheidungen sollten auch die Projektpartner treffen, bestenfalls einvernehmlich. Und Sie sollten dabei natürlich auch gucken, wie sind Ihre eigenen internen Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse und das berücksichtigen. Ich halte es immer für sehr schwierig und ungünstig, wenn Entscheidungen unter massivem Zeitdruck passieren und man gegebenenfalls den ein oder anderen Gedanken nicht nochmal zu Ende denken darf. Und Sie sollten, das ist besonders wichtig bei so einer sehr langen Projektlaufzeit, Ihre Entscheidungsgründe so dokumentieren, dass Sie selber, aber auch Dritte, die noch nie mit dem Projekt zu tun hatten, nachvollziehen können, warum Sie etwas wie entschieden haben. Es kommt nicht selten vor, dass Projektmitarbeiter auch mal während der Projektumsetzung ihre berufliche Perspektive verändern, aus welchen Gründen auch immer das Projekt verlassen. Und wenn die dann das gesamte Wissen über Entscheidungsprozesse mitnehmen, ist das sehr, sehr schwierig unter dann auch echten Problemen, wenn sie, wie wir jetzt, mehrere so eine Teilprojekte untergliedern, also diese Stufen, und sie wollen dann von einer Stufe in die nächste die Entscheidungsprozesse genau nochmal so mitnehmen und dann wissen sie nicht, wie die Entscheidungen zustande gekommen sind. Das kann man vermeiden, auch wenn es in der konkreten Projektarbeit einen Mehraufwand an Dokumentation bedeutet. Die nächste Kernbotschaft: Reflektieren Sie Ihr Handeln und richten Sie es, wenn es denn erforderlich ist, neu aus. Sie sollten sich von Beginn an eine Projektstruktur geben, mit der Sie erstmal arbeiten können, mit der Sie sich wohlfühlen und dann schauen, ob sich diese Projektstruktur im Projekt selbst bewährt oder ob an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Anpassung vorgenommen werden muss. Man sollte Unstimmigkeiten frühzeitig deutlich, immer natürlich mit einem respektvollen Ton, aber deutlich ansprechen und dann gucken, wie die Partner sich hier neu ausrichten können, sodass jeder Partner am Ende eben auch wieder ein gutes Gefühl in dem Prozess hat und sich da wahrgenommen fühlt. Und der letzte Punkt, das gilt sowohl nach innen, also innerhalb der Projektpartner, als auch nach außen gegenüber der Öffentlichkeit, Politik und sonstigen, haben Sie immer den Mut und die Toleranz, sich zu hinterfragen oder hinterfragen zu lassen. Also das ist gerade bei solchen langen Projekten und auch so kosten- und wirkungsintensiven Projekten durchaus nachvollziehbar, wenn Menschen immer wieder fragen, braucht es denn das? Muss man das denn so machen? Geht das nicht auch anders? Und da sollte man dann durchaus immer nochmal überlegen, ob die Argumentation, die man einmal aufgebaut hat, immer noch stichhaltig ist oder ob man die an der einen oder anderen Stelle auch nochmal neu diskutieren muss. Ganz, ganz wichtiges Thema ist, glaube ich, schon so ein bisschen angekommen: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Gerade in den heutigen Zeiten, wo Informationen überall nachgefragt werden können, wo auch Meinungsbildung sich sehr schnell verselbstständigt in öffentlichen sozialen Netzwerken und Ähnlichem, ist dieses Thema transparente Kommunikation wahnsinnig wichtig und absolut entscheidend. Es muss zumindest eine Möglichkeit geben, sich permanent verlässlich und transparent über die aktuellen Projektstände informieren zu können. Es muss die Möglichkeit geben, Entscheidungen auch nochmal reflektieren zu können. Das heißt nicht, dass eine Entscheidung von allen mitgetragen werden muss, aber zumindest müssen alle nachlesen können, warum, wieso, weshalb haben sie etwas entschieden. Unheimlich wichtig ist es für uns Techniker, auch die Planungsunterlagen so aufzubereiten, dass sie jedermann verstehen kann. Das vergessen wir durchaus sehr gerne mal, dass die wenigsten Leute sich in solchen technischen Lageplänen auseinandersetzen können, dass sie sich da orientieren können. Da hilft es, wenn man beispielsweise mit Markern, mit Worterklärungen dann das ein oder andere immer noch mal etwas veranschaulicht. Und diesen Weg gehen wir jetzt in Chemnitz sehr intensiv, dass wir diese Planungsräume visualisieren.
Das heißt, wir nutzen die digitalen Technologien, die heute zur Verfügung stehen, und lassen die Planung, die wir derzeit über ein Büro bearbeiten lassen, von einem Visualisierungsspezialisten dann so aufarbeiten, dass man mit der Straßenbahn oder dem Fahrzeug des Chemnitzer Modells dann durch diesen zu planenden Raum fahren kann, um da einfach auch einen Eindruck zu bekommen, welche Varianten wir jetzt hier in der Diskussion stehen haben, beziehungsweise welchen Raumwirkungen auch aus einzelnen Elementen sich dann ergeben. Wir hoffen, das muss man noch so sagen, weil wir das jetzt erstmalig in der Art und Weise tun, wir hoffen, dass die öffentliche Meinungsbildung und Entscheidungsfindung uns damit viel, viel einfacher gelingt, dass die Leute eben die Unterschiede in den einzelnen Planungsvarianten besser erkennen können und wir dann ein klareres Bild bekommen, was auch von den Menschen vor Ort mitgetragen würde. Das Thema Informationen jederzeit vor Ort verfügbar hatte ich schon angesprochen. Ich denke, da ist so eine Website, wo man wirklich sich darauf verlassen kann, dass da die aktuellen Stände sind, ein sehr, sehr geeignetes Thema. Nicht ganz unerheblich ist das Thema Erwartungsmanagement. Bei aller Euphorie über so ein Projekt, wir haben das in Chemnitz auch, sollte man eben immer klar machen, in was für einem Kontext man das Ganze plant. Sie haben Planungsprozesse, die sich nicht abkürzen lassen. Ein Planfeststellungsverfahren dauert seine Zeit und das kann man auch nicht ändern. Man kann jetzt bei der vorausgehenden Planung sich beeilen, man kann da vielleicht auch zu schnell werden. Dann dreht man im Rahmen der Planfeststellung Ehrenrunden, weil man die Planunter nachbearbeiten muss. Man sollte nicht unbedingt an den Öffentlichkeitsbeteiligungen die Zeit versuchen zu sparen. Also da ist das Thema Erwartungsmanagement eben ein ganz erhebliches. So ein Projekt ist nicht von heute auf morgen umgesetzt. Es wird sehr, sehr viele Iterationen geben müssen, bis man sich auf einen tragfähigen Kompromiss, der einen Großteil aller zu beachten Belange integriert, verständigt hat. Und es wird auch immer wieder Zeitbedarfe geben, bis eine Finanzierung gesichert ist, bis Fördermittel da sind und, sodass man also nicht damit erwarten darf, dass so ein Projekt erstens ihre gesamten städtebaulichen Herausforderungen heilt und auch nicht von heute auf morgen umgesetzt sein wird. Wenn Sie ein Gießener Modell aufbauen wollen, werden Sie früher oder später sehr wahrscheinlich mit der Deutschen Bahn zusammentreffen. Und da muss man einfach von vornherein klären, welche Belange hat die Bahn. Die Deutsche Bahn hat eigene Regelwerke, sie hat eine eigene vorgesetzte Behörde im Eisenbahnbundesamt. Und das ist unsere Erfahrung, da geht wenig sehr schnell, da geht am Ende sehr viel, aber sie müssen eben mit gewissen Regularien arbeiten, sie müssen gewisse Geduld mitbringen und sie müssen eben auch die Interessen bzw. die Zwänge der Deutschen Bahn soweit kennen und beachten, dass sie die in ihr Projekt einbinden können. Insofern Kommunikation mit der Bahn frühestmöglich und dann klaren Blick auf die Zielstellung und dann gucken, was ist da vorstellbar, was nicht. Planung und Baubetrieb straff führen, also Zeitplanung, wahnsinnig relevant. Machen Sie sich von Beginn an Ablaufpläne für einzelne Teilprojekte, für das Gesamtprojekt ist das immer etwas schwieriger. Also für handelbare Teilprojekte mit realistischen Zeiträumen. Aber passen Sie auf, das ist an uns an der einen oder anderen Stelle auch passiert. Interne Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse brauchen Zeit und diese Zeit sollte man sich auch nehmen. Und gerade innerhalb von Verwaltungen, wo doch viele Prozesse gleichzeitig laufen, darf man nicht davon ausgehen, dass man wichtige Entscheidungen jetzt innerhalb einer Woche oder sowas herbeiführen kann. Wenn Sie zum Beispiel, wie das bei uns der Fall ist, Stadtratsentscheidungen brauchen, um die Vorplanung abzuschließen, muss man diese Zeiten auch frühzeitig mit reingeben in den Prozess, in den Ablaufplan, damit am Ende die Projektpartner nicht da enttäuscht sind, dass Entscheidungen eben nicht von jetzt auf gleich herbeigeführt werden können. Und bei dem Thema straff führen, bleiben Sie, insofern diese Kernbotschaft, ich glaube aus der Folie 2 oder 1, was ist das Planungsziel, was ist Ihr Planungsraum und bleiben Sie darauf fokussiert. Es wird sehr, sehr schnell aus der Öffentlichkeit, aus der Stadtplanung, aus der Verkehrsplanung herauskommen. Dann machen wir die Ecke gleich noch mit und dann machen wir den Anschlussbereich noch mit. Das kann man in einem gewissen Umfang machen, aber Sie können nicht weitere 1000 Projekte mitmachen. Das funktioniert nicht. Also Sie müssen sich auf das, was Ihre Planungsaufgabe ist, fokussieren, um sich da nicht zu verzetteln und dann am Ende eben auch Ihre gewünschte Zeitkette einzuhalten. Ja, ich denke, das ist jetzt schon deutlich geworden. Sie brauchen sowohl als Öffentlichkeit, als interessierte Bürgerinnen, als Unterstützer eines Gießener Modells
durchaus einen sehr, sehr langen Atem. Also das Chemnitzer Modell hat eine Umsetzungsspanne über mehrere Jahrzehnte. Da gibt es Phasen, wo sehr, sehr viel Aktivität stattfindet. Das ist zurzeit so. Und es gibt dann aber auch wieder Phasen, wo relativ wenig Aktivität stattfindet. Das muss man aushalten. Also deswegen in Teilprojekte untergliege dann, die man vielleicht auch in einem überblickbaren Zeitraum umzusetzen gedenkt und Möglichkeiten dazu hat. Und sie müssen eben über diesen gesamten Zeitraum die öffentliche und politische Zustimmung sichern. Man sollte da auch einen gewissen Anteil der Arbeit nur darauf investieren, immer wieder die neuen Teilprojekte anzuteasern, immer wieder dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen noch stimmen, um so eine Projekte dann auch umzusetzen. Der letzte Punkt, Rückschläge sind nicht zu vermeiden. Das haben wir auch in Chemnitz immer wieder erlebt. Das ist ärgerlich, das ist für den Moment auch sicherlich emotional schwierig, aber nicht zu vermeiden. Und man sollte das immer wieder als Chance sehen, sich selber nochmal zu hinterfragen, nochmal zu gucken, in welche Richtung kann man nochmal anders planen, kann man nochmal anders aufsetzen, um dann so ein Projekt weiter voranzutreiben. Denn im Endeffekt ist das Chemnitzer Modell oder gegebenenfalls dann auch ein Gießener Modell ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende. Ich bin sehr froh, dass wir in Chemnitz diesen Weg gehen und ich bin auch sehr froh, dass ich das in meiner Zuständigkeit mit begleiten darf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen und Diskussionen. Wie beurteilen Sie denn die Auswirkungen auf den motorisierten Individualverkehr? Wir versprechen uns ja von einem Ausbau des ÖPNV auch eine Reduzierung des Individualverkehrs. Haben Sie da irgendwelchen Überblick oder gibt es da irgendwelche Informationen darüber, dass der Anteil der PKWs zurückgegangen ist oder dass mehr PKW-Leute auf den ÖPNV umgestiegen sind? Wie ich das ja dargestellt hatte, sind die Fahrgastzahlen in allen Chemnitzer Modelllinien nach oben gegangen. Auch wir im Stadtverkehr Chemnitz haben einen Zuwachs an Fahrgästen zu verzeichnen. Wir werden aber in Zukunft noch deutlich mehr machen müssen. Also das wird nicht ausreichen, nur Infrastruktur zu schaffen als Angebot. Man wird sicherlich dann auch diese Infrastrukturen deutlich stärker in den Fokus der Reisenden bringen müssen. Wir werden über Mobilitätsmanagement-Ansätze auch begleitend dazu beitragen müssen, dass Menschen neugierig auf diese Angebote werden und diese Produkte dann auch ausprobieren und bestenfalls in ihren Alltag integrieren. Das wird nicht nur gehen, indem man diese Infrastruktur schafft. Gibt es weitere Wortmeldungen, weitere Fragen? Dann hätte ich gern eine Frage. Wie weit sind denn diese Gedanken oder wie spruchreif ist das Thema Gießener Modell? Ja, ein Gießener Modell gibt es eigentlich noch gar nicht. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, unter anderem eben eine Regiotram zu installieren. Wie die jetzt genau aussehen könnte, das wissen wir auch noch nicht. Also wir haben ja in Gießen verschiedene Verkehrsinitiativen, die sich mit den Problemen beschäftigen. Das, was am meisten ausgereift ist, ist das Konzept der Projektwerkstatt Saasen. Also ja, das Thema ist in der Diskussion. Die jetzige Fahrzeuggeneration ist einfach zu einer Zeit bestellt worden, wo das noch nicht einsatzreif war, das Thema. Das heißt, man hatte da verschiedene Technologien untersucht und dieselelektrisch war da einfach die Option der damaligen Zeit. Aktuell sind im Zulauf bis 2023 wird der Verkehrsverbund Mittelsachsen elektrische Fahrzeuge beschaffen. Das heißt, die kriegen eine Oberleitungsspeisung und können dann in Bereichen ohne Oberleitung aus Akkus fahren. Und die Chemnitzer Modellfahrzeuge, die Richtung Limbach fahren sollen, die sind vollständig elektrisch. Da bauen wir komplett Oberleitung. Unlängst gibt es, da muss man sicherlich abwarten, wie da die technische Entwicklung voranschreitet, hier in Chemnitz auch eine Initiative, eine wasserstoffbetriebene Straßenbahn zu entwickeln. Wie weit die dann auch für den EBO-Bereich eingesetzt werden kann, lässt sich heute noch nicht sagen. Aber da sind durchaus vielversprechende Ansätze, die auch im Blick behalten und dann gegebenenfalls zum Einsatz gebracht werden. Ist nicht originäre Planungsaufgabe des Chemnitzer Modells.
Im Innenstadtbereich kann ich mir das ehrlich gesagt kaum noch vorstellen, da wir die Besonderheit haben, dass alle unsere Straßenbahnlinien und alle unsere Chemnitzer Modelllinien auf die Zentralhaltestelle zufahren und dann unser Netz immer nur in Anführungsstrichen ein Doppelgleis hat. Das wird dann einfach zu dicht. Da jetzt noch Güterverkehr mit rein auf der Schiene zu organisieren, dürfte schwierig werden. Ist aber, wie gesagt, zurzeit nicht Planungsgegenstand, wird von daher nicht vertiefend untersucht. Und außerhalb des Stadtgebietes, wo wir dann im EBO-Bereich sind, da ist die Antwort ganz einfach. Das ist eine nach bundesdeutschen Gesetzgebungsregularien zugelassene Eisenbahnstrecke. Derjenige, der dort Güterverkehr abwickeln will, muss sich mit dem Baulastträger in Verbindung setzen. Und wenn der dem die Genehmigung gibt und die sich verständigen über Trassengebühren und ähnliches, dann kann da Güterverkehr stattfinden. Also im EBO-Bereich ist das durchaus denkbar. Aber auch nicht Planungsinhalt vom Chemnitzer Modell. Chemnitz hat 245.000 Einwohner. Ja. Gießen, Wetzlar und Marburg zusammen auch. Die Ausdehnung von Chemnitz, wenn man die Landkarte nimmt, ist fast auch die Ausdehnung von Wetzlar bis Marburg über Gießen. Das heißt, hier sind durchaus Parallelen vorhanden, die uns Mut machen sollen. Das war's. Schönen Abend. Vielen Dank.